Hallo zusammen und ja, guten Morgen, muss man ja schon fast wieder sagen. Wir sind wieder auf der Südhämmern unterwegs und ja, es regnet. Es regnet, das ist nicht schön. So, wir müssen aber jetzt erstmal gucken, dass wir jetzt die einzelnen Maschinen nach Hause bringen. Gut, der hat jetzt hier nicht so wirklich gut gearbeitet. Das ist aber auch egal. Dann müssen wir gleich mal gucken, was wir eben so bei Regen alles noch machen können. Oder was wir dann so... Ja, was wir eben tun können. Ja, wir können auf jeden Fall, wir haben gesehen, hier ist Unkraut. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber erstmal, ja, hier machen wir die Plane drauf. Gucken wir mal. Ach ja, genau. Schnaps verkaufen. Der steht hier rum. Ach, das ist die Seemaschine. Der kann auch zurück. So. Hier ist auch Unkraut. So, dann lass uns doch jetzt mal kurz gucken. Wachstum. Ach, da ist schon ein Teil reif da hinten. Da ist Unkraut drauf. Und wir müssten noch düngen. Oh Gott. Ja, also Feld 2 ist unbedingt als erstes dran. Ist die Frage, düngen wir zuerst oder machen wir zuerst das Unkraut? Ich würde sagen, düngen ist vorrangig. Dann können wir mal unser neues Schmuckstück hier gleich mal ausgiebig testen. Dünger, genau, haben wir gesagt, gibt es hier. Ja. Flüssigdünger. So, komm. Drehen wir hier. Schöne Hupe. Ach, hier liegt auch immer noch das Gras rum. Oh Mann. Für 10,50 hat sich festgefahren. Das hört man aber nicht gerne. So, da müssen wir jetzt hier einen neuen Kurs machen, ne? Der hat ja eine neue Arbeitsbreite. Also, das wäre Düngen, Kursgenerierung, Feld 2, wir machen 2 scharfe Vorgewände. 33 Meter, genau. Speichern Düngenfeld 2 mit 33 Meter. Ich schreibe da mal die Route noch dazu, damit wir wissen, was das wirklich ist. So, beginnen am ersten Wegpunkt und los geht's. Gucken wir mal, ob das auch angenommen wird. Ja. So, wir haben ja die 8 und die 9 sind noch nicht besät. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall loslegen. Und zwar, ach ja, ihr zwei habt euch da wieder mal gern.
So, kriegen wir den auch ausgeladen? Ja, geht sogar ausgeladen. Seemaschine. Raus und die nächste rangekuppelt. Wir hatten ja gesagt, dass wir auf den beiden Feldern 8 und 9 Sojabohnen machen wollen. Und dann können wir hier gleich wieder Saatgut gleich aufladen, hier aus den Big Packs. Soja. Gut, das muss erstmal reichen. Gut, da hier jetzt noch der Anhänger steht, würde ich sagen, fangen wir hinten auf der 8 an. Noch gar nicht mit der Seemaschine hier. Gut, dann müssen wir da auch gleich einen neuen Kurs machen. Weil hat, nee, doch, die hatte 12, hatte die 12 Meter. Ne, der Gruppe hatte 16, genau, so war das doch. Dann, warte mal. Feld 8, nochmal gucken. Feld 8 mit 12 Metern. Ja, das passt doch. Dann sehen, einstellen, loslegen. Ja, du musst jetzt erstmal ganz kurz zur Hofeinfahrt fahren, weil du gleich einen Anhänger da wegschubsen musst. Da brauche ich dich für. Der wird mal aus dem Weg gestellt. Du hast dich hier eben auch sehr merkwürdig festgefahren. Hier den Dünger gleich mal schnell einladen. Da ist der nämlich auch schon mal weg. Müssen wir gleich mal gucken, wie sich denn die Feldspritze so tut bei ihrer Arbeit. Wieso fährst du nur 10? Du kannst doch eigentlich viel schneller. Guck mal. So wird das ja sonst gar nichts. Na ja gut, das ist klar, jetzt den Bereich, wo schon erntereif ist, den wir dann klar nicht nochmal düngen. Können wir halt jetzt erstmal nicht ändern. Jo, wir müssen hier auf jeden Fall Wolle machen. Dazu müssen wir aber erst einmal die Eierkisten von dem Hänger runterholen. Da können wir uns ja jetzt drum kümmern, schnell, während die anderen beiden da jetzt unterwegs sind. Ja, hier die Sauberkeit müssen wir mal klären. Tut, tut. Wir können ja gucken, ob wir eine zweite Eierpalette da in den Trigger mit reinstellen und dann eben
die anderen daneben. Ach Gott, lass es das doch einfacher machen. So. Der MAN ist da, dann können wir gleich uns um den Anhänger kurz kümmern. Das ist noch so ein bisschen dahin. Aber jetzt erstmal müssen wir jetzt hier den leer räumen. Wir müssen wie immer eins nach dem anderen machen. Upsa. So, wird das schon mal nix. Gucken wir mal, ob wir die hier irgendwie aufgespießt bekommen. Ah, die haben alle nicht so wirklich gut aufgeladen, muss ich sagen. Aber vielleicht könnten wir ja da mal Geld haben wir, uns den Gabelstapler auch mal entledigen und vielleicht da einen kleinen feinen Telelader uns zulegen. Ich glaube, das werden wir auch machen. Komm. Kaufen werden wir ihn heute noch nicht, aber wir bringen den schon mal weg. Ich will da erstmal gucken, was ich noch an schönen Mods habe mit Teleladern, nicht unbedingt jetzt so ein Standardteil wiederholen, sondern doch irgendwas was Neues. Aber da muss ich halt erstmal gucken, was Sache ist, was es Schönes gibt. So, und den können wir jetzt von hier aus gleich losfahren lassen. So, du machst dein Ding. Wie sieht es denn hier aus? Saatgut haben wir 38.000. Ja, Dünger ist auch wieder genug da. Ja, hier brauchen wir Wasser als Nachschub. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Lass uns erstmal gucken, wie denn die Kollegen hier arbeiten. Der macht gut. Ach ja. Der muss da weg. Den stellen wir hier vorne auf unsere Parkplatzfläche. Dann kriegt der das Fass wieder dran und muss oder darf besser gesagt weiter Richtung Schnapsbrennerei wieder fahren. Das ist ja seine Hauptroute im Moment. Wir verbringen Schnaps zur jeweils besten Verkaufsstelle. So, Schnapsbrennerei, zack, zack, gute Fahrt. Wie weit ist der denn jetzt hier? Ja, geht voran. Geht voran. Wir wollten ja, genau, das können wir auch noch machen. Wo ist wo haben wir ihn? Ist jetzt zwar nicht gerade der
optimal ist. Also es ist ein bisschen überkandidelt für die Kartoffellegemaschine. Aber besser als gar nichts. So, die können wir ja auch direkt mit Kartoffeln befüllen. Da müssen wir ja gar nicht groß, zumindest für die erste Runde, Saatgut holen. Weil wir wollen ja drüben auf der 17, haben wir gesagt, machen wir erstmal wieder Kartoffelchen drauf. Das können wir nachher auch alles richtig schön mit dem Helfer machen. Ich sehe, da haben wir irgendwie ein Stück vergessen zu grubbern, aber naja. Egal, dann wird halt ein Stück nicht angesät. Auch egal. So. Helfer. Wieso machst du wieder auf 10 km/h runter? Mann, du kannst doch viel schneller. Immer nach einer Wende macht der irgendwie auf lahmarsch. Gucken wir gleich mal, wie das jetzt ist, wenn er jetzt die nächste Kehrtwende macht. Ja, ist schon wieder auf 10 runter. Können wir da irgendwie in den Einstellungen automatisch vom Kurs. Die maximale Geschwindigkeit setze ich ihn jetzt mal an. Ich glaube, das Viererfeld werden wir selbst machen. So, also mal gucken, ob es jetzt läuft. Wir lassen uns einfach mal überraschen. So, genau, der steht noch hier. Der Drescher steht hier. Er braucht noch 15 Minuten, das heißt, der ist in der nächsten Folge mit dem Feld auch schon fertig. Saatgut, mal gucken. Kartoffeln 88, Sojabohnen 83, also werden wir bei den Kartoffeln wohl als nächstes Saatgut brauchen. Dann fahren wir da auch als erstes hin. Aber selbstverständlich nicht ohne den vorher einmal komplett voll zu machen. Dann voll ist er. Ja, stellen wir den einfach bei der 17 drüben schon mal parat, wenn es dann irgendwann soweit ist, dass wir da Saatgut brauchen, dann ist der schon mal vor Ort. Den. So, weiter geht's. Ach ja. Die Schnapsgeschichte. Mal gucken, wie sich die Preise verändert haben. Ja, immer noch bei der Taverne, aber nur noch 2,6 jetzt. Naja, gut, ist nicht mehr viel, aber einmal machen wir es noch. Verkauft Taverne. So, aber ich sehe gerade schon wieder, wir sind schon wieder am Ende angelangt für heute.
Das ist ja der Wahnsinn, wie die Zeit hier verrinnt. So, ich schicke den noch los. Lass die dann auch gleich noch zu Ende.